Guys, willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni. Ja, wir sind hier im Tempel stehen geblieben und wir hüpfen mal eben hier rüber. Wir hüpfen im Sauseschritt und fangen dann an zu schweben. Was für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Der hätte auch gleich drüber schweben können, die blöde Sau. So, gut, dass wir schweben. Hier ist nämlich schon wieder so ein Fluchscheiß. Gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um. Wo sind wir denn jetzt hier? Achso, da sind wir. Okay. Das ist natürlich sehr nice, weil da hinten war ja noch eine Truhe. Die war so gleich mal mitnehmen. Ja, ja, Zauberschweben ist verflogen. Wieder eine rote Truhe hier. Und Waldumhang. Also eine neue Ausrüstung. Das ist natürlich nice. Mystikerrobe. Wer benutzt sowas denn? Ach, guck hier. Der unheimliche Umhang. Der Waldumhang bringt natürlich mehr. Sehr schön. Mehr Bewegungsgeschwindigkeit, mehr Abwehr. Also genau das, was wir brauchen. Das bringt magische Abwehr. Was ist das denn? Nee. Das bringt das. Okay. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Wir wirken mal einmal unsere geliebten Schatzsucher. Und gucken mal, was noch auf der Karte ist. So, eine lila Truhe haben wir noch drauf. Und eine grüne. Gut, dass ich die gemacht habe. Die grüne habe ich nämlich wieder völlig übersehen. Machen wir jetzt. So, wo muss ich denn hin? Zu Apep. Ja, natürlich, den Schlüssel habe ich ja gerade geholt. Na, wir schweben. Wo haben wir es denn? Schweben. Da. Ist zwar ein bisschen nervig, dass man das dann halt so oft und so häufig zaubern muss, aber ist mir ehrlich gesagt lieber, als in den Gegner reinzurennen und keine Fähigkeiten benutzen zu können. Und schweben wir wieder. Das Geilste ist natürlich Tröpfchen, wie er so like a Fee hinterherfliegt. Ah, siehste. Hätte ich eigentlich sehen müssen. Sven! Ja, ich bleib zurück. Gib mir! Was haben wir da? Sturmvipern-Schuppen. Das ist natürlich auch wieder geil. Welches Vieh hat denn Schuppen? Er hat Schuppen. Oh, dann kriegst du die. Stahlvipern-Schuppen. Was bringen die? Ah, Tricktyp verstärkt. Wir will gerade mal gucken. Hat der überhaupt solche Attacken? Ja, hat er. Sehr nice! Dann kriegt er die natürlich auch. Verliert zwar dadurch ein bisschen Abwehr, hat dafür aber diese Tricks verstärkt. Und da er im Moment nur solche Tricks hat, den zweiten sollte ich vielleicht mal verlegen. Heilende Träne lernt er auch noch. Ne, yeah, sehr nice. So, die Lila-Truhe muss uns erstmal am Puppelchen vorbeigehen. Truhenmäßig war das anscheinend alles hier drin. Okay. Ich werde, glaube ich, auch nochmal alte Dungeons durchgehen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das mit euch mache, aber ich glaube nicht. Da werde ich nochmal hier ganze alte Klamotte da durchsehen und dann... ja, ja, der Zauberschweben hat nachgelassen. Dann, nein, 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 das machen wir noch nicht. Wir gehen erst speichern. Ich möchte da lieber auf Nummer sicher gehen, für den Fall, dass wir scheiß Vertraute mit haben. Dann können wir nämlich eben schnell nochmal hier an der Stelle wechseln. Wie gesagt, ich möchte ungern Geld verplempern, denn man verliert prozentual zu dem, was man hat. Also wenn du viel Geld hast, so wie wir jetzt in diesem Fall, dann haben wir das Problem, dann verlieren wir auch viel. Wenn du wenig hast, ist das egal, dann verlierst du halt wenig. Aber wie gesagt, mir ist das total unlieb. Deswegen speichere ich jetzt hier lieber. Für den Fall eines Todes wird neu geladen. Und nicht ein Continue genutzt, wie das vom Spiel vorgesehen ist. Übrigens mache ich das auch bei Dragon Quest. Bei Dragon Quest, die Reise des verwunschenen Königs, habe ich das auch gemacht. Der Spielstand ist mir leider abhanden gekommen. Schick, dann los. Der Spielstand ist mir ja leider abhanden gekommen, aber ich werde den neu erstellen. Vielleicht mit euch zusammen, wer weiß. Das weiß ich noch nicht, ob ich das mit euch zusammen mache. Vielleicht, wenn ich ganz viel Lust habe. Weil das ist ja auch wieder so ein Mammutprojekt wie Ni no Kuni hier. Und ich weiß nicht, vielleicht spielen wir auch erst noch was anderes. Das muss ich dann mal gucken. So, wir kommen hier rein. Und hier wartet Apep auf uns. Und einer der magischen Steine. Der blaue, so wie es aussieht. Und da ist er. Apep. Apep, König der
Kobras. So, dann wollen wir Apep mal einen auf die Backen geben. Wir machen unsere üblichen Kriegsschrei. Auf das ein wenig verstärkt würde. Gleich danach tierischer Lärm. 200 noch was. Ja, leck mich fett, Alter. Wir sammeln Kraft. Und los geht's! Also man sieht, Earl haut ordentlich rein. Allgemeine Abwehr. Nein! Igitt, ich hasse Schlangen. Verflixt noch eins. Lass ja nicht zu, dass mir dieses schleimige Lied zu nahe kommt, Olli. Sonst falle ich noch in Ohnmacht. Meine Phobien, die machen mich echt fertig. Ich hab ne Idee. Lass was Schweres auf dieses Ding fallen. Dann ist Schluss mit der Kriecherei. Benutz Magie. So, Tröpfchen gibt uns hier den Tipp, dass wir einen Zauber anwenden sollen, nämlich Ballast. Der ist natürlich fehlgeschlagen. Wie könnte es anders sein? Ich geh mal eben hier hin, hol mir so ein bisschen. Ja, danke, Sven. So, wir probieren nochmal Ballast. Das gibt's doch nicht. Das ist der Vorführeffekt. Also man muss den Zauber doch schon recht häufig anwenden auf den. Um da den taktischen Vorteil zu haben. Ach, weißt du was? Leck mich. Wir hauen Earl rein. Der soll das hier machen mit tierischer Lärm und gib ihm. Zack, 200. Earl macht das schon. Earl ist die fieseste Drecksau bei uns im Team. Auch wenn ich ab und zu ganz viel Aua kassiere. Tierischer Lärm! Pop, 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 pop. Verflucht. Super. Da hauen wir Drachen rein und mach mal heiße Luft. Oh, heiße Luft hat auch ordentlich was gebracht. Wir machen mal noch Tornado. Mal gucken, was das bringt. Irgendwas müssen wir ja machen in der Zeit, wo unser lieber... Hallo, kannst du bitte damit aufhören, mir so den Arsch zu versohlen? Das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. So, ich nehme mal lieber Proviant. Wir sehen, wir haben 35 Cheeseburger, also ein paar. Ja doch, der Espresso wäre ganz gut, wenn wir den immer herstellen könnten. Damit machen wir gerade mal Esther wieder fit, dass die zaubern kann. Proviant. Wir hauen uns mal eben den Cheeseburger rein. Schon wieder der Todesrassler, okay. Why not? Ach, wir sind wieder verflucht, ausgezeichnet. Earl! Wir machen wieder Kriegsschrei. Danke! Earl, danke. Und tierischer Lärm hinterher. 300. Leck mich am Arsch. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, dieser Gegner wäre ohne Earl richtig schwer. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, wie schwer er für mich war. Aber wie gesagt, ich habe mir Earl es hier nachgeholt, weil mir das hier, glaube ich, so auf den Keks ging mit dem Typen. So. Ja, ist gut. Todesrassler. Again! Das mit dieser Wahrscheinlichkeit beim Zauber, das geht mir gerade so ein bisschen auf den Keks, muss ich ganz ehrlich gestehen. Fehlschlag. Oder muss ich einen anderen Zauber anwenden? Eigentlich nicht. Ballast, Feuerball, Schock, Kälte. Nö. Ein anderer würde für mich keinen Sinn machen. Toll, wir haben natürlich nur noch Cappuccino. Komm, hier ist er.
Du musst ja heilen. So, wir zwiebeln uns auch mal eben noch ein Cappuccino rein. Hauen unseren Earl wieder rein, tierischer Lärm, ab geht's. So, das war dein Angriff. Ich finde auch ein bisschen, also das muss ich am Kampfsystem leider aussetzen, dass man das nicht so wirklich timen kann, dass man die Angriffe unterbricht vom Gegner. Also, wenn man Angriff schon befohlen hat und dann so einen kleinen Cooldown hat, das lässt sich ja dann nicht mehr abbrechen und so. So wie jetzt, wandert sinnlos durch die Gegend. Tierischer Lärm. Den hauen wir noch raus, bevor Earl mal wieder raus muss. So, wir hauen mal die Miezekatze rein. Oh, die Miezekatze kriegt der aber auf Sack, ey. Er verflucht uns wieder alle. Ja, ja. Ja gut, also ich stelle fest, es war die richtige Entscheidung, jetzt hier hinzugehen. Man merkt es am Schwierigkeitsgrad. Hallo? Zack, Tali hat ihm den Todesstoß versetzt. So viel zu Apep. Ja, das war wirklich wunderschön. Wir kriegen 1903, weniger als wenn wir ein Toko-Toko erledigen. Aber immerhin 2000 Kohle. Und Earl ist bereits zur Evolution immer noch. 27, 17, eine Träne, sehr gut. Knips ist auf 16, Fliesi auf 19, das war's. So, damit haben wir den blauen Stein. Du erhältst den Mondstein. Ja, ihr könnt jetzt natürlich raten, wie die anderen Steine heißen. Ich werde es nicht verraten, bis sie kommen. Ja, ist klar. Da ist er, einer der magischen Steine von Morgenstern. Also hat dieser schleimige Apep den von Anfang an gehabt. Gute Arbeit, Olli. Ich bin sprachlos. Ich kann kaum glauben, dass Apep besiegt ist. Und doch. Prinz Hakim? Ist das... Es ist der Fluch. Der Fluch wird aufgehoben. Ich bin Prinz Hakim. Ein Wunder, er ist nach all den Jahren endlich wieder ein Mensch. Es scheint, dass ich wieder normal bin. Oh ja, das Beste. Also, warum schaust du jetzt immer noch so dröppelig rein? Ich mag wieder ein Mensch sein, doch mein Königreich liegt in Trümmern. Und sie ist seit langem tot. Unsere Geschichte ist bereits ein Märchen. Jeder weiß, wie es endet. Aber eure Hoheit. Quark? Was? Du bist doch der Frosch, den wir vorher gesehen haben. Wo bist du denn die ganze Zeit gewesen? Ein Frosch? Wisst ihr, er hat uns geholfen, als wir verflucht waren. Tatsächlich hat er uns direkt zu euch geführt. Tatsächlich. Ach wie. Hä? Oh. Happy End, doch noch. Wo zum Geier kommt die denn jetzt auf einmal her? Das kann nicht. Das ist ganz und gar unmöglich. Jasmin, meine wunderschöne Prinzessin Jasmin. Nein, wir sind nicht bei Aladdin, Leute. Hä? Hakim, ich habe auf dich gewartet. So lange gewartet, ja ist klar. Und genau wie du war ich ein Frosch. Hm, ist das ein Traum? Bist du wirklich... Aber wie? Warte mal, also war der kunterbunte Frosch, der uns über den Weg gelaufen ist, in Wirklichkeit eine Prinzessin? Ich glaube, ich muss weinen. Ja, nee, ist klar. Ich habe denselben Trank getrunken wie du, Hakim. Den Trank, der dich in einen Frosch verwandelt hat. Den, der dich mit einem Fluch belegt hat. Ich dachte, wenn ich auch verflucht bin, dann bist du nicht alleine. Du hast das für mich getan? Ich wusste, dass wir wieder vereint sein werden. Hakim, ich wusste, dass dein Fluch eines Tages aufgehoben wird. Ich musste nur warten. Und warten. Jasmin. Hakim. Warum nicht Aladdin? Ohne Scheiß. Wenn ihr schon solche Andeutungen macht, liebes Studio Ghibli, dann zieh durch. So, damit haben wir ein... Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Ihr müsst euch nicht mehr um uns sorgen. Wir sind wieder zusammen. Und das ist alles, was zählt.
Ja, wir werden endlich in der Lage sein, unser Leben zusammen zu bestreiten. So, wie wir es immer wollten. Aber wo wollt ihr denn hin? Ihr wollt ja nicht... Ich wollte es ja nicht sagen, aber das Königreich, naja, ist halt nicht mal das, was es mal war. Hat schon bessere Tage gesehen und so. Das ist wohl wahr, doch auf ihre Art ist dies hier auch eine prachtvolle Stadt. Ich bin mir sicher, dass wir hier heimisch werden können. In der Tat, es ist eine gute Stadt und wir sollten nicht in der Vergangenheit leben. Wir sollten daran denken, was wir zur heutigen Welt beitragen können. Habt ihr schon mal dran gedacht, Barbarenhändler zu werden? Mein Vater mag diese Arbeit sehr und die kostenlosen Barbaren sind eine tolle Dreingabe. Barbaren? Was ist das? Oh, richtig. Ich nehme mal an, dass es zu eurer Zeit noch keine Barbaren gab. Ihr solltet wirklich mal eine versuchen, Euro. Die sind lecker. Das klingt wundervoll. Ich kann es kaum erwarten, meine erste Barbare zu kosten. Es ist schön, euch lächeln zu sehen. Ihr habt wirklich Glück, eine zweite Chance bekommen zu haben, glücklich zu werden. Ergreift sie mit beiden Händen. Sven hat recht. Ihr habt tausende von Jahren auf diesen Moment gewartet. In der Tat. Und danke euch, ihr seid endlich gekommen. Weißt du, Esther, ich denke, du solltest das Ende dieses Märchens abändern. Oh ja, absolut. Und was passiert beim neuen Ende? Lasst mich nachdenken. Bitte warte. Du solltest unser Märchen nicht übereilt abschließen. Ich bitte dich. Ja, ich gehe mal davon aus, dass dieses Märchen noch nicht vorbei ist, oder? Ganz sicher nicht. Ich glaube vielmehr, dass die Fortsetzung folgt. Wortspiel. Berühmtes. Gut, dann mal los. Ich nehme an, dass das glückliche Paar ein wenig Zeit in der trauten Zweisamkeit verbringen wird. Oh, natürlich. Ja, dann ist die Stadt dafür der falsche Ort, mein Freund. Wie? Warum? Ja, Olli checkt nix. Du musst noch eine Menge lernen, Olli. Echt, wie auch immer. Genug gequatscht. Machen wir uns auf die Socken. Wir haben zu tun. Ja, wir sollten gehen. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Traumpaar sowieso bald wiedersehen. Söderle, damit haben wir den ersten Stein abgeschlossen. Ausgezeichnet. Ja. Ja, wir haben jetzt die Geschichte vom Froschkönig gekriegt. Ne, der Bärenmann und die Tränen der Prinzessin. Eine entführte Prinzessin. Whatever. Wie gesagt, die Geschichten lese ich mal irgendwann vor, wenn ihr das verlangt unter den Comments. Ansonsten blätter ich da mal durch und ihr könnt so nachlesen, indem ihr das Video pausiert, wenn die Geschichten euch interessieren. Sind teilweise ganz lustig, sind halt so Märchendinger. Erstmal quer war es ja hier. So, habe ich zwei? Kann das sein? Ach, ist egal, ich habe eh keinen Eiskaffee mehr. So, ja, also wie ihr seht, ich habe auch hier so fressenstechnisch ordentlich aufgerüstet. Hab die ganzen alten Sachen halt mal eben vermixt. Oh, Planetentropfen, Planetenkristall haben wir auch schon. Nice! So. Was machen wir jetzt? Wir reisen erstmal wieder. Ne, wir reisen. Wir reisen nach Katzbückel, weil wir wollen mal eben Leben auffüllen. Und dann können wir uns noch auf den Weg machen zum nächsten Stein. Und dann ist leider schon wieder die Folge vorbei. Damn! Gerade wo es interessant wird, ne? Dum. Süderle. Ich glaube, mittlerweile haben wir echt über 30. Mittlerweile müssen wir über 30.000 haben. Leck mich am Arsch. Ja, wir übernachten. Ja, ja, ist gut. Badam. Fortschritt speichern? Nein, noch nicht. Das mache ich gleich auf Screen. Das muss nicht noch mit rein in den Part. Was kann ich euch noch erzählen? Ja, die Tales of Xilla Spiele gehören mir endlich. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das bedeutet nämlich, wird irgendwann ein Let's Play von kommen. Genauso wie Tales of Graces F und Tales of Symphonia. Finde ich immer noch geil, die Spiele. Wir reisen nicht, wir machen das direkt per Drache. Ja, also zu Tales of Xilla, da bin ich mir unter eins bei Teil 2. Ob ich mal nur hier und da diese Nebenquests zeige, weil die sind doch recht langwierig. Also das Spiel besteht ja zu einem Großteil nur aus Nebenquests. Also diese Inseln hier meine ich. Ganz viel Glück hatte ich bei dieser Insel hier mit dem Toko Toko. Wir gucken mal eben, ob wir vielleicht eins finden. Wenn nicht, hauen wir hier gleich wieder ab.
Wie geil ist das denn? Kein einziges Monster hier oder was? Wollt ihr mich natzen oder was? Habe ich leer gefahren. Wir wollen keine Monster mehr spawnen. Die sterben instant quasi. So, da hinten haben wir Wichti. Komm, den nehmen wir eben mit. Mit Earl ist das ja eine Frage von TikTok. Ich weiß immer noch nicht, warum der einfach angreift. So, wir haben kein Glück, kein Toko drin. Ich habe übrigens auch zwei Märchensprosse hier gefangen. Eine Überenike. Also ein Bräuler. Vielleicht wird es jetzt noch irgendwas anderes. Nope. Wird es nicht. Also wie gesagt, hier auf der Insel hatte ich besonders viel Glück in puncto Toko Toko. Hier kann man übrigens auch gut Vekasilie fahren. Und der Aero ist bereit zur Evolution. Leck mich fett. Der hat auch alles gelernt. Ja, geil. Dann entwickeln wir den noch in dem Part hier. Why not? Ein Sterntropfen braucht der. Okidoki. 10 Stück haben wir. Läuft. So, der wird jetzt zum Schuftikus. Aha. Erleuchtung, Plasmasphäre und Wachmacher lernt der. Passt schon. Nom nom nom. Wie elektrisiert ist. Wuhu! Schuftikus. Nice. Okay. Okidoki. So, wir schnappen uns wieder Tengri. Ich habe gesagt, zu dem Ding machen wir noch. Zum nächsten Starherrn. Selbst wenn das bedeutet, dass wir überziehen müssen, das ist mir egal. Ach ja, ich kann jetzt ja hier. Wobei das auf Dauer extrem nervig ist. So, wir sehen, der zweite Stern oder der zweite Stein ist ein sich bewegender Stein. Nämlich auf dieser lustigen Barke da unten, da passiert das Ganze. Oh ja, hier dürfen wir noch nicht hin. Ich sag euch später, was das ist. Wir gehen jetzt stattdessen einmal zur Kenta-Küste. Ja, nicht zur Kenta-Küste, zur Schädelhöhle. Das ist aber auch immer habe damit, ne? So, wo war denn der Scheiß hier? Ne, das ist Perdida. Komisch, jetzt finde ich Perdida. Leck mich einfach. I'm so confused. So, hier war noch der Schädelberg irgendwo, meine ich. Nein, nicht hier. Alter, I'm so confused gerade. So, da stellt sich mir natürlich die Frage. Was ist das denn hier schon wieder? Jetzt bin ich schon wieder bei Perdida. Wollt ihr mich verarschen? Ist ja auch egal. Wir gehen erstmal hier hin. Gammeln hier rum und ich sage euch an dieser Stelle, see you guys! Schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Ni No Kuni. Und ich sag mal, bis denn! Tschüss! Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below!